Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mir mit dir das Buch Watercolor Tiere ansehen. Aus diesem Buch habe ich jetzt mal das Lama gemalt und das ging natürlich mit Wasserfarben bzw. mit Aquarellfarben und jetzt wollte ich dir einmal das Buch vorstellen, weil das ist richtig schön, richtig sehenswert und es hilft dir dabei, viele Tiere zu zeichnen. Also hier siehst du Watercolor-Tiere und wenn ich es jetzt aufschlage, dann kannst du direkt sehen, dass die Künstlerin ganz, ganz liebevoll vorgegangen ist. In dem Buch findest du ganz viele Tutorials, aber die Künstlerin fängt erst einmal an mit ihrer Geschichte. Ne? Sie erzählt erstmal, wie sie dazu gekommen ist, Illustratorin zu werden. Und auch das hat sie ganz liebevoll aufbereitet, einfach indem sie es immer wieder mit ihren Kunstwerken versehen hat, ne? Und auch wirklich zeigt, wie sehr sie in der Materie drinsteckt, dass sie lebt und liebt für ihre Arbeit. Ne? Also sie zeigt hier ganz viele Kunstwerke, alles, was sie so malt, was sie gemacht hat. Ja, und man traut ihr durchaus zu, dass sie einem beibringt, wovon sie auch redet. Hier siehst du mal einige Tutorials und du siehst die ganzen vielen süßen Tiere, die hier zu sehen sind. Sie zeigt dir in ganz wenigen Schritten, wie du die selber malen kannst. Also zum Beispiel der Igel, 1, 2, 3, 4, 5 Schritte und schon hast du deinen Igel. Und ich wollte jetzt wissen, kann man das denn auch so einfach machen? Kriegt man das denn so einfach hin, wenn man auch vielleicht gar nicht so viel Erfahrung mit dem Malen hat? Also kann man einfach die Formen nachzeichnen und das dann kolorieren mit so wenigen Schritten? Ja, und das schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal an. Hier siehst du schon, was bei mir herausgekommen ist. Das ist das Lama. Und ja, ich habe natürlich schon Erfahrung mit der Aquarellfarbe und ich weiß auch, wie man sie benutzt und wie man einiges anlegt. Aber nichtsdestotrotz, ich muss mich ja auf den Künstler einlassen, muss ja einige Sachen hier von ihr übernehmen und dann schauen, ob ich das auch hinbekomme. Und für dieses Tutorial brauchst du folgende Materialien. Natürlich, nicht unbedingt brauchst du das, aber naja, ist ganz hilfreich, wenn du mehr davon malen möchtest. Das Watercolor Tiere wäre nicht schlecht und dann geht es auch schon weiter mit dem Zeichenblock. Ich nutze ja hier diesen von Canson, den Aquarellblock und ja, das ist schon mal ganz wichtig, dass du ein gutes Papier hast. Dann natürlich hier den Pinsel. Ich habe jetzt hier einen abgeschrägten Pinsel genommen und meine Bleistifte. Sind ganz praktisch, weil es viele verschiedene sind. Und natürlich die Künstler-Aquarellfarben, die ich habe von Van Gogh. Natürlich tut es auch jedes andere Set oder einfach Wasserfarben kannst du auch nehmen. Ja, Wasser und ein Stück Cewa sind natürlich selbstverständlich. Die brauchen wir auch immer, wenn wir malen wollen. Und dann geht es auch schon los. Ich baue mir mal eben meinen Arbeitsplatz hier auf. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen, ob wir dieses Lama zeichnen können. Ich habe das Buch hier neben mir stehen und habe mir jetzt einen weichen Bleistift geschnappt. Und diesen Bleistift werde ich jetzt dazu nutzen, um diese Formen aus dem Buch direkt nachzuzeichnen. Das Buch steht vor mir und ich zeichne das jetzt einfach mal nach hier. Ja, es ist wirklich interessant, dass man direkt anfängt, ganz anders zu malen eigentlich. Also mein Stil ist ein anderer, logisch. Jeder hat ja seinen eigenen Stil. Und dementsprechend fange ich dann ganz schnell an, hier zu radieren und das zu korrigieren, weil ich ja ganz anders anfangen würde. Ne? Ich hätte andere Formen gewählt und vielleicht auch das ein bisschen anders gemacht. Aber nichtsdestotrotz, es hat funktioniert. Ich habe das Lama hinbekommen. Im Moment sieht es noch ein bisschen seltsam aus, das gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, das kriegen wir jetzt gleich in den Griff. So, jetzt mische ich mir erstmal ein paar Farben an. Aus dem Buch geht jetzt nicht ganz genau hervor, wie ich das mache. Also richtig Anfänger, könnte schwierig werden. Die einzelnen Schritte sind super, das kann ich ja sehen halt, aber die Erklärung,
nicht sehr ausführlich. Also abhängig davon, was du möchtest, ist es natürlich die Frage, ob dir das genügt oder nicht. Also ich fange jetzt mit einer ganz hellen Farbe an. Die brauche ich erstmal als Grundlage, bevor ich anfange, das Fell auf das Lama zu zeichnen. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass die Künstlerin erwähnt, welche Farben sie hier benutzt hat, weil so ist das für mich so ein bisschen ein Ratespiel. Wenn ich da jetzt nicht einigermaßen Erfahrung hätte, könnte das etwas schwierig werden. Daher würde ich mir hier eine etwas ausführlichere Sache wünschen. Aber gut, es hat soweit funktioniert. Ich habe natürlich einen anderen Farbton, weil ja, die Farben sind nicht genau angegeben. Und dann male ich jetzt einfach mal los. Ne? Also erstmal bekommt mein Lama so eine helle beige Farbe, damit man auch gleich die Fellmalerei sieht sozusagen, also Fell sieht. Ja, während ich male, trocknet die Farbe ja immer ein bisschen und selbst wenn sie es nicht tut, ist das auch gar nicht schlimm, weil es kommen trotzdem so ein paar Flecken zustande, wenn ich verschiedene Schichten der Farbe auftrage. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil es ist ja nichts gleichmäßig, ne? Deswegen trage ich immer wieder ein bisschen mehr auf, ein bisschen mehr Farbe und tupfe da immer wieder rein. Und das führt dann zum Glück dazu, dass nicht alles gleichmäßig wird, weil wäre ja seltsam, ne, wenn das Lama überall die gleiche Farbe ganz gleichmäßig gemalt hätte. Außerdem habe ich meine Grundfarbe auch immer wieder verändert. Ne? Also ich gebe immer ein bisschen mehr Farbe hinzu, sodass sie sich ganz leicht verändert. Und so kommt das eben auch zustande. Es ist nicht die beste Idee, die du haben kannst, in dein Kunstwerk zu radieren, ne? Weil wenn es noch nicht ganz trocken ist, dann rauen die Seiten auf. Wenn es aber trocken ist, wirst du vielleicht nicht alles wegradiert bekommen. Also die bessere Lösung ist, einfach weiter zu malen und ja, die Ränder sozusagen gleich mit mehr Farbe zu belegen und dann verschwinden die von ganz alleine. Ich habe jetzt hier versucht, ein bisschen wegzuradieren, ein bisschen hat das auch funktioniert, aber nun ja, spätestens wenn jetzt das Fell kommt, und das ist ja auch dunkler, wie du siehst, dann geht das von ganz alleine wieder weg. Ich habe ja jetzt diesen abgeschrägten Pinsel genommen und der erlaubt mir jetzt hier ja so einzelne Fellstriche schön nachzuvollziehen. Ich achte auch gar nicht darauf, dass ich das Gesicht jetzt wieder übertupfe, weil das wird eh später nochmal nachgemalt mit einem schwarzen Stift. Also erst einmal geht es wirklich nur darum, jetzt das Fell zu imitieren und ich tupfe einfach mit der schrägen Seite des Pinsels immer wieder rein. Dafür nehme ich nicht sehr viel Wasser, ein bisschen Wasser muss natürlich da sein, aber ich versuche jetzt ganz wenig Wasser zu nehmen, um eine möglichst dunkle und dichte Farbe vor allen Dingen zu bekommen. Du siehst auch, ich gehe jetzt hier nochmal über die Ränder des Lamas. Das hilft jetzt, um diese Bleistiftstriche loszuwerden, ne? Und das Ganze ein bisschen authentischer zu gestalten, weil natürlich ist das Fell nicht so glatt und geht ganz glatt runter. Und so bekomme ich so ein bisschen, ja, ein bisschen Tiefe rein. Ne? Hier siehst du auch, warum es wichtig war, zunächst einmal das Lama mit einer hellen Farbe zu bemalen, weil natürlich scheint noch etwas durch und das soll es auch, aber soll ja kein weißes Papier durchscheinen, sondern besser die Fellfarbe oder eine ähnliche Farbe wie die Fellfarbe. Und aus dem Grund war es ganz wichtig, das Lama vorher einmal zu färben.
siehst auch hier ganz gut, dass durch die verschiedenen Schichten Braun, die ich da jetzt drauf gebe, auch diese noch einmal eine Schattierung bekommen. Ne? Also etwas heller und etwas dunkler. Auch das ist so gewollt, soll auch so sein. Und ganz, ganz unten scheint noch das helle Braun durch. Also ist wirklich wichtig, dass du verschiedene Schichten aufträgst, weil nur so bekommt es diese, ja, diese typische fluffige, ne? dieses Fell, das wird dann auch, sieht man auch besser und das ist ganz wichtig. Deswegen nimm dir hierfür ruhig Zeit. Das ist wichtig, dass du verschiedene, ja, Stellen richtig gut austupfst. Ich mal das Gesicht jetzt einmal mit einem dünnen Pinsel und ich mache das einfach einmal nur so vormalen. Ich will das später mit einem Feinliner noch nachzeichnen. Das musst du natürlich alles gar nicht machen. Du kannst das mit dem Pinsel malen und gut ist. Aber ich will das nur anzeichnen, damit ich das nicht ganz verliere, sozusagen in dem Dickicht aus Fell. Wenn ich das nämlich jetzt nicht mache, dann sehe ich das gleich nicht mehr und dann weiß ich vielleicht nicht genau, wo es hinkommt. Deswegen male ich das jetzt einmal mit derselben Farbe nach. Ich nehme jetzt nochmal den dünnen Pinsel, um ein bisschen andere Fellstruktur hinzubekommen, ne? Denn der größere, breitere, der war ja mehr dafür da, alles so eher so reinzutupfen. Und den streiche ich jetzt nochmal so ein bisschen rein, damit noch so eine andere Fellstruktur reinkommt. Auch hier wieder, du musst das gar nicht, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich habe bei den Materialien weder den dünnen Pinsel noch den Mikron Feinliner erwähnt. Du brauchst auch beides nicht, aber ich finde, mit dem Schwarz sieht das irgendwie schöner aus. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal mit dem Schwarz rein und zeichne damit mein Gesicht. Aber auch hier, du brauchst das nicht. Du kannst einfach den breiten Pinsel nehmen und dein Gesicht andeuten. Und auch dann sieht dein Lama bestimmt ganz niedlich aus. Ja, ich hoffe, dir hat unser Tutorial gefallen und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss! Thank you.